Hey Leute, habt ihr schon mal jemanden gesehen, der auf seinem Paket sitzen kann? Nein, ich zeige euch heute, was ich alles bestellt habe und dieses Paket kommt sogar auch noch dazu. Aber ich würde sagen, machen wir hier weiter, denn ich habe ja dort einen Tag lang gearbeitet bei dem Cremer und es gab ein paar Dinge nicht, beziehungsweise haben manche Leute schon gekauft, die ich mir dann am Ende kaufen würde. Leute, das Paket, das ist so groß. Ich bin mir eigentlich gar nicht mehr sicher, was da alles drin war, aber wir werden das jetzt öffnen und das danach auch. Öffnen wir das jetzt erstmal hier auf. Und es ist wirklich aufgesprungen, Leute. Machen wir das jetzt mal hier auf. Sehen, was sich da alles so drin befindet. Ich hole mir das einmal raus. Das ist ja ein Riesensack, aber ich habe mir hier Heukops Soft bestellt. Die mag mein Pferd und die sind auch sehr gut, finde ich, für mein Pferd. So, ich habe mir ein bisschen Futter hier bestellt, aber ich glaube, oh, das sind auch mehrere Schichten. Das ist nicht alles, was ich bestellt habe, Leute. Bitte denkt das nicht. So, dann haben wir Anis. Das fokussiert leider gar nicht, aber ja, so sieht das aus und das kann ich auch den Pferden geben, das mögen die. Ich lege das jetzt einfach hier auf meinen Teppich. Was für die Verdauung, das steht da auch. Wartet mal. Verdauungskräfte, glaube ich, irgendwie so heißt das Produkt. Das war's mit der oberen Schicht, aber das ist noch nicht alles, denn ich glaube, oh nee, das ist die falsche. Ich glaube, ich muss, oh, okay, ich muss jetzt den hier, oh, warte. Schau mal, aber da ist noch eine Schicht drunter, da ist noch mehr drunter. Leute, schaut euch das mal an. Wie viel? Also, mal gucken. Wir haben hier einmal einen Spielball. Den habe ich mir bestellt, weil der andere kaputt gegangen ist. Er ist einfach kaputt gegangen, Leute. So sieht er aus. Der ist pink. Der ist ganz, ups, sehr cool. So, ich lege den einfach jetzt hier weiter. Dann noch einen neuen Helm. Ich finde, der steht mir, oder? Und zusätzlich noch so einen Hut. Ja, ich fand den ganz cool und deswegen dachte ich mir, wenn ich mal Western reite, dann habe ich auf jeden Fall einen Helm. Gut, das war's mit den Hüten und Helmen. Ich habe mir eine Decke bestellt für Storm. Es war halt so ein Zufall und zwar, ich trage ja immer hier blau und lila. Und Leute, das ist einfach auch, beziehungsweise türkis. Und das ist blau und lila, Leute. Auf der Kamera sieht das ein bisschen wie blau aus, aber es ist tatsächlich wirklich türkis. Und ich war einfach so geschockt, dass ich da so etwas gesehen habe. Fand ich sehr cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch auch so eine Decke kaufen würdet. Die ist wirklich auch richtig, richtig weich. Machen wir mal hier weiter. Falls ihr in meinem letzten Video das gesehen habt, wartet mal. Das fokussiert nicht. Ja, hier steht auf jeden Fall Beach Vibes. Das fokussiert einfach nicht so. Beach Vibes und das ist mit richtig leckeren Dingen. Das sind Leckerlis. In einem richtig XXL Pack. Pack. So sehen die von innen aus. So. Und ja, die fand ich richtig cool. Die waren ja dann auch schon ausverkauft. Und dachte mir so, okay, dann nicht. Dann bestelle ich mir die. Danach habe ich mir zur Deko so eine Schleife bestellt. Ich fand die voll schön. Und dann noch eine gelbe Bürste. Für die Pferde, nicht für mich. Ja, die war sehr gut. Die war richtig gut bewertet. Und ich denke, die sieht auch gut aus. Jetzt kommen wir noch zu weiteren Dingen. Und zwar einmal Leckerlis für Fellglanz. Und ich dachte, das klingt gut. Deswegen habe ich das mitgenommen. Und ja, ich habe aber, glaube ich, noch mehr gekauft. Hier haben wir dann einfach einmal noch das, was ich Ginkgo, glaube ich. Ja, das ist Ginkgo. Und hier noch was anderes. Leute, und das Paket haben wir auch noch. Und mir fällt gerade auf, ich habe richtig, richtig viel bestellt. Und Leute, das ist noch nicht das Letzte. Hier ist noch eine Schicht drunter. Aber ich glaube, ja, jetzt kommen die ganzen anderen Sachen. Oh, wie cool. Ich habe mir dann einmal eine Schabracke bestellt mit so einem Fell. Die sah so schön aus. Und ich dachte, die muss auf jeden Fall mit. Und die passt dann auch zu meiner Decke. Finde ich ganz gut. So sieht es halt dann von der anderen Seite aus. So, ich glaube, ja, ich glaube, das war alles. Ich könnte das theoretisch einmal rausziehen. So, da ist mir auch gleich glatt was rausgefallen. Und zwar habe ich mir die auch von gestern bestellt. Und zwar sind das die Gamaschen mit so zwei Herzen drauf. Ich fand die so, so schön und die mussten unbedingt mit.
Als nächstes haben wir hier ein Set mit einem Schwamm, zwei Striegeln und ich dachte mir auch so, ja, es irgendwie hatte ich nur noch so alte Schwämme und alte Striegel. Deswegen dachte ich mir, ein neuer kann auch mal angeschafft werden. So, als nächstes befindet sich hier ein Halfter. Das kann ich vielleicht auch einfach mal gleich auspacken. So, ich reiße das jetzt einmal hier auf. Hört ihr das? Und hol das aus seiner Verpackung und so kleine lila Bandagen habe ich mir dann noch dazu geholt. Hier sieht das, so sieht das aus. Das ist einmal das Halfter. Ich finde das voll schick und vor allem auch mit diesem Fell. Das ist so mein Geschmack und ich finde, das sieht echt sehr schön aus. Und dann hier noch diese lila Bandagen, die passen richtig gut zur Decke und ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Holen wir jetzt noch das hier raus. Ups, das sind nämlich Flohsamen und ja, ich dachte, die sollen einfach mit, die kann ich dann so als Topping mal ins Futter tun. Und Leute, das ist wirklich eines meiner Lieblingssachen, ein Lieblingsset und zwar, vielleicht habt ihr das gesehen, ich stand hier an der Kasse und da hat sich ein Mädchen das hier gekauft und das gab es zum Glück noch im Online-Shop. Ich war so glücklich, dass es das noch gab, weil ja, ich schon gedacht habe, das ist ausverkauft, aber nein, zum Glück hatten die das noch und ja, darüber bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz. So zum als Osterspecial dachte ich, gebe ich meinen Pferden auch mal was Besonderes. Also nein, nicht, dass ich ihnen nie was Besonderes gebe, aber nochmal so, ich mache ihnen so einen richtig schönen Futterdruck. Ja, hier auch nochmal was. Und hier drin sind sonst eigentlich nur noch, was haben wir denn hier? Einmal sind hier Leckerlis, Kräuter aus Kräutern. Dann ist das hier, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Hier sind nochmal Leckerlis für die Atemwege und ja, noch was. Ich würde jetzt sagen, wir können jetzt einfach noch das andere Paket öffnen und dann bin ich eigentlich auch fertig. Und ich denke, ich räume das jetzt alles mal hier schnell ein. Leute, so viel hat in das Paket gepasst. Das ist unglaublich und das ist auch ultra schwer. Und jetzt machen wir noch das auf. Jetzt weiß ich, was da drin ist. Und zwar eine Trense. Aber auch noch viel mehr, Leute. Das ist nicht nur eine Trense. Und zwar habe ich mir hier eine braune Trense bestellt. In dunkelbraun. Die fand ich richtig schön. Was haben wir noch drin? Ah, okay. Ganz wichtig. Hier einmal dieses Heu. Und ja, das dachte ich mir, kann ich mal bestellen. Was ist hier noch drin? Okay. Ich habe, glaube ich, Futter jetzt schon für ein paar Jahre. Na, Spaß. Und zwar haben wir immer hier verschiedene Produkte. Und Naturleckerli, die fand ich richtig gut. Und die haben mich sehr angesprochen, deswegen dachte ich mir, die kann ich doch mal mitnehmen. So richtig viel ist hier jetzt auch nicht mehr drin. Das kommt irgendwie nicht raus. Oh doch. Und zwar, und hier noch ein rotes Halfter. Das sieht wirklich gut aus. Und die Apfelchips, die sind auch lecker. Also nicht für mich, für meine Pferde natürlich. Und Leute, das war mein gesamter Haul. Schaut euch das mal an, wie viel das bitte ist. Und dass einfach so viel in das Paket gepasst hat. Das ist unglaublich. Falls ich da wieder mal bestellen soll, dann schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ihr wisst schon, was zu tun ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr den besser findet oder den. Oh, das ist heruntergefallen. Egal, tschüss. Und falls ihr mehr Vlogs wollt, schreibt das auch unbedingt in die Kommentare. Falls ihr Videowünsche habt, auch. Ja, wir sehen uns dann. Bye.